Indien Summer hier in Berlin und am Kryptomarkt bahnt sich auch ein neuer Sommer an. Ja, herzlich willkommen zum Recap-Podcast von BTC Echo. In dieser Woche begrüßen euch meine Wenigkeit. Ich bin David Scheiler und in der anderen Kabine ist mir zugeschaltet Johannes McSwade. Und wir sprechen heute unter anderem über paranoide Krypto-Anarchisten, eine neue Layer 2 von Kraken und natürlich Meme Coins. Zunächst aber ein fröhliches Hallo an Johannes da drüben. Sag mal, wie geht's dir da eigentlich? Moin David. Ja, gut geht's mir hier. Ich meine, es ist natürlich immer ein bisschen schade, dass wir uns nicht direkt gegenüber sitzen können, aber gemütlich sind diese kleinen Kabinen ähm, Ich würde sagen, lass uns direkt einmal in den Recap starten. Ja, Michael Saylor gilt als Galionsfigur Bitcoins, als Evangelist des digitalen Goldes unter den tradfi institutionen diese woche aber sorgte der microstrategy ceo für ordentlich furore im bitcoin space bzw. unter den bitcoin maximalisten wir hören mal rein was Saylor so zu sagen hatte. if there is more bitcoin Bitcoin's held with these third party custodians what risk does that pose having greater supply held by fewer large institutions. Does that increase the risk of seizure and confiscation, like we've seen with gold? And is that not exactly what Bitcoiners don't want to happen? No, I think it's the opposite. I think that when the Bitcoin is held by uh, a bunch of crypto anarchists who aren't regulated entities, who don't acknowledge government or don't acknowledge taxes or don't acknowledge reporting requirements, that increases the risk of seizure. If you know, if a, a country in desperation, if China knew that there were underground crypto traders with billions of dollars of, of Bitcoin in their midst that didn't pay taxes, the Chinese would probably try to shut that down, and that's what they do. So, so normally uh, the risk is greater when there are unregulated private entities that are perceived to be holding the asset. When you have regulated public entities like BlackRock and Fidelity and JP Morgan and State Street Bank holding the asset, well, all the lawmakers and all the law enforcement arms, they're invested in those entities. Ja, Saylor wird hier also zu seinen Ansichten bezüglich der Zentralisierungstendenzen bei Bitcoin im Zuge voranschreitender Institutionalisierung gefragt. Die Frage lautete konkret Erhöht die steigende Quote an zentral verwahrten BTC das Risiko von Konfiszierung durch Regierung? Und Saylor antwortete daraufhin Im Gegenteil, wenn Bitcoin nur von einem Haufen paranoider Kryptoanarchisten gehalten wird, die Staatlichkeit und Steuern ablehnen, dann erhöht dies das Risiko von Konfiszierung. Ja, dazu machte er dann noch etwas Werbung für zentralisierte Custodians. Ähm, Bitcoin-Halter hätten nichts zu verlieren, wenn sie ihre großen, sorry, wenn sie ihre Bitcoin-großen etablierten Institutionen anvertrauen. Und äh, diese großen Finanzinstitutionen sind halt eben besser geeignet, Bitcoin-Bestände zu verwalten als die Selbstverwahrung bei Hardware-Wallets. Ähm, ja, Sailor schlägt ja gerne mal über die Stränge, aber. Selbst Ethereum-Gründer Vitalik Buterin musste in diesem Fall einlenken und bezeichnete ihn für seine Aussagen als batshit insane, also komplett, ähm, ich würde nicht sagen gestört, aber total verrückt, auf jeden Fall. Ähm, und Saylor plädiere mit seinen Aussagen explizit für einen regulatorischen Capture-Ansatz zum Schutz von Krypto. Und das widerspreche eben dem dezentralen Ethos von Bitcoin. So viel also zu den Aussagen von Vitalik Buterin. Und wenig später rudert der Sailor dann auch auf X zurück. Ähm, einmal kurz sein Zitat bzw. seine Aussage dazu. Ich unterstütze die Eigenverwahrung für diejenigen, die dazu bereit und in der Lage sind, das Recht auf Eigenverwahrung für alle und die Freiheit weltweit die Form der Verwahrung und den Verwahrer frei wählen zu können, sowohl für Einzelpersonen als auch Institutionen. Bitcoin profitiert von allen Formen der Investitionen durch alle Arten von Akteuren und sollte alle willkommen heißen. Also dann doch erstmal wieder diplomatisch formuliert und hier also ein Stück zurückgerudert. Ähm, trotz der versöhnenden Worte. Könnte aber vielleicht auch mit seinen Aussagen recht haben. David, du hast dazu einen Kommentar geschrieben und stimmst ihn tatsächlich in einigen Punkten überein. Ja, ähm, das mag jetzt so manchen Zuhörer oder Zuhörerinnen erstmal überraschen, aber ich fand die Argumentation eigentlich recht schlüssig. Also diese Cypherpunk-Zukunft, in der jeder mit ähm, seinen 12 bis 24 Wörtern sein gesamtes Vermögen in Kryptowährungen verwahren wird, die ist, glaube ich, eine Illusion. Es ist einfach erkennbar aktuell, dass die meisten Menschen, die Bitcoin halten, vor allem am Kursgewinn partizipieren wollen. Und das lässt sich auch in den Zahlen ablesen. Alleine die ETFs, die ähm, ja nur eine Art von Proxy sind, am Bitcoin-Kurs teilzunehmen. Die halten mittlerweile 5% der Umlaufmenge. Die haben im ja, 20. Oktober erstmals die Marke von einer Million Bitcoin überschritten, die jetzt in diesen Büchern von BlackRock Fidelity und Co. liegen. Und diejenigen, die sich Bitcoin-ETFs kaufen, die sind überhaupt nicht daran interessiert, sich mit ihren eigenen Private Keys auseinanderzusetzen, die wollen irgendeine Art von Finanzinstrument und die wollen von ähm, Bitcoins phänomenaler Performance profitieren. Und was Saylor hier ja gesagt hat, wenn man der Aussage genau zugehört hat, die wir ja auch vorhin gespielt haben, ist, dass er das vor allem als Abwehrschild gegen Verbote sieht. Und da stimme ich ihm zu. Es ist einfach. Ja, ähm, unrealistisch, dass Regierungen, ähm, Staaten, vor allem die USA, die ja irgendwie der mächtigste Staat sind, jetzt Bitcoin in Anführungsstrichen noch verbieten werden, wenn ähm, große institutionelle Investoren und Vermögensverwalter wie BlackRock eben so eine Riesenmenge an Bitcoin halten und selber so sehr involviert sind. Das war im Prinzip mehr oder weniger Sailors Aussage. Natürlich, auf der anderen Seite ist diese Begrifflichkeit der paranoiden Kryptoanarchisten ziemlich polemisch. Ich würde da auch nicht mitgehen. Es gibt gute Gründe, warum man seine Coins selber verwahren sollte. Und ich würde das auch jedem raten, der weiß, was er tut. Allerdings, ähnlich wie Sailor, auch keinen Anfängern. Ähm, da hat sich meine eigene Haltung auch so ein bisschen geändert, seit es einfach auch hier zu Lande regulierte inländische Börsen und Broker gibt, die ähm, ja eben nicht wie FTX ähm, Kundengelder und ähm, eigene Assets vermischen, sondern das klar getrennt ist, am besten noch durch Custodians abgesichert. Da könnt ihr auch gerne mal in unseren Review-Bereich schauen, da haben wir seriöse auch deutsche und europäische hier regulierte Börsen und Broker aufgelistet, ähm, wo die Gefahr von Hacks und Verlusten relativ gering ist. Natürlich haben dann, ähm, war die Debatte auf Twitter äh, ziemlich aufgeheizt, kann man auch verstehen, weil Sailor mehr oder weniger so ein Kernversprechen von Bitcoin in Abrede stellt. Also ähm, die Idee ist ja gerade, dass du ein Geld hast, was du selber verwalten kannst. Dass du die volle Souveränität hast und das eben keine IOU ist, wie ja, Giralgeld oder Fiat-Geld, wie es häufig in Bitcoin-Kreisen genannt wird, wo du immer davon abhängig bist, dass ähm, eine andere Partei dir zustimmt, dass du das Geld, das dein Eigentum ist, dann auch in deinen Besitz übergeht. Und bei Bitcoin ist das anders. Und deswegen würde ich, wie gesagt, auch allen dazu raten, sich zumindest mit die mal auseinanderzusetzen. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz ähm, teilweise Zustimmung zu Sailors Aussage. Wie, wie siehst du das, Johannes? Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Gefühl, Sailor hat sich hier ein bisschen verraten ähm, und damit kommen wir dann auch eigentlich zu, zu den Gründen, warum er ähm, ja, das gesagt hat, was er gesagt hat. Es gibt da diverse Thesen und natürlich könnte das auch strategisches Interesse von ihm sein. Er will ja diese Bitcoin Bank mit MicroStrategy aufbauen. Und ich sag mal, wenn du dann Werbung für einen zentralisierten Verwahrer machst, dann machst du natürlich gewisserweise Werbung für dich selbst. Das ist natürlich ein Ansatz jetzt zu seinen Aussagen. Ich weiß nicht, ob er so direkt Werbung machen wollte, aber ähm, da ist schon ein Stückchen Eigeninteresse. Es gibt auch irgendwie noch so andere Thesen, von denen ich nicht so wirklich glaube, dass äh, ja, Saylor so kalkuliert vorgegangen ist, dass er quasi, auch das, was du gesagt hast, die Legitimität von Bitcoin auch gegenüber den äh, Tradfile-Investoren nochmal so ein bisschen hervorheben wollte und sich halt auch nochmal stark von den sehr krassen Bitcoin-Maxis oder den ja, äh, paranoiden Anarchisten abgrenzen wollte und zeigen wollte, dieses Asset ist mehr als. Ich weiß nicht, ein, ein schwurbler Geld, wenn man so will, ähm, zumindest aus seiner Perspektive, in seinen Worten. Aber das äh, halte ich für unwahrscheinlich. Für mich ist es mehr so ein Fall von, ähm, ich, ich glaube, Sailor hat sich hier tatsächlich in gewisser Weise äh, ja verraten. Also er hat gezeigt, dass es ihm vielleicht gar nicht so wirklich um die Ideologie hinter. Bitcoin per se geht, sondern wirklich mehr um diesen Pet-Rock-Charakter, also das digitale Gold, auf das sich dann ein äh, Geschäft aufbauen lässt und genau das hat er ja im Grunde vor. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich schon immer relativ skeptisch war, was Micro-Strategies und Michael Saylors Strategie bezüglich Bitcoin betraf. Ähm, trotzdem erkenne ich natürlich an, dass die Adoption, egal auf welchem Wege, dem Asset eine gewisse Legitimität verleiht. Und ich weiß halt auch aus meiner langwierigen Kryptoerfahrung, dass Kompromisse notwendig sind. Und auch da stimme ich ihm im Grunde zu. Ich glaube aber auch, dass die Adoption eine Entwicklung sein wird. Das heißt im Grunde. Was Sailor beschreibt, ist so eine Momentaufnahme. Also gerade funktioniert es noch nicht so wirklich mit der Bitcoin-Adaption, weil dieses Thema der Selbstverwahrung für die jetzige Generation irgendwie schwer greifbar ist, schwer durchsetzbar oder teilweise zu komplex. Das muss aber nicht heißen, dass die jüngere Generation, die jetzt vielleicht heranwächst und sich mehr und mehr mit dem Thema Geld, Finanzen etc. auseinandersetzt, dass es für die, also für die Internet-Natives, weiß ich nicht, zu komplex ist, eine Bitcoin-Wallet einzurichten und das Geld selbst zu verwahren. Also ich glaube, hier wird die langfristige Perspektive so ein bisschen außer Acht gelassen und ähm, dann doch recht eigennützig dargestellt von Seller. Mhm. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Das wäre auf jeden Fall auch so meine Wunschvorstellung von der Krypto-Zukunft. Ich bin aber nicht, nicht ganz so sicher, ob das realistisch ist, weil du... Bevor du dich mit Selbstverwahrung auseinandersetzt, erstmal ein rudimentäres Verständnis von Bitcoin brauchst und überhaupt erstmal verstehen musst, warum es sinnvoll ist, sich um Selbstverwahrung eben Gedanken zu machen. Und so aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich im Freundes- und Bekanntenkreis gucke, ähm, da interessiert sich eigentlich niemand so richtig für Self-Custody. Die sind dann irgendwie auf Bison unterwegs oder Bitpanda und schieben da hier und da mal einen Huni rein, um ähm, Bitcoin zu kaufen. Aber dass damit im Prinzip dieses Wertversprechen unterminiert wird, das äh, sehen eigentlich die wenigsten, weil man auf einer inhaltlichen Ebene erstmal kapieren muss, dass es einen riesen Unterschied macht, ob ich die Private Keys halte oder äh, eben nicht. Aber ähm, ja, die Hoffnung schüttet zuletzt. Ich bin auch, auch gespannt, wieso die, die Verwahrung oder die Zukunft von Bitcoin aussieht. Ich glaube, eins ist klar, es muss ähm, in beiden Fällen benutzerfreundlicher werden. Also du musst immer diese, diese Ebene... Das, alles, was irgendwie komplex und kompliziert ist, musst du wegabstrahieren. Erst dann kannst du irgendwie eine nennenswerte Zahl auch onboarden. Und das, das passiert ja auch immer in langsamen Schritten. Glaubst du dann, dass, die, dass das Bitcoin in der Lage ist, sich technologisch dahingehend weiterzuentwickeln, um ähm, die Komplexität zu senken? Ich meine, Bitcoin, das Protokoll und auch die Erfindungen drumherum sind tendenziell. Äh, Starter als jetzt vielleicht bei Ethereum oder Solana, also bei dem im Altcoin-Sektor, der sich ja ständig weiterentwickelt und wo eine Hochleistungs-Blockchain die, äh, die nächste überholt und neue technologische Veränderungen dazukommen. Hältst du das für möglich langfristig bei Bitcoin? Ja, ist eine gute Frage, aber ich glaube, so der grundsätzliche Aspekt von, du hältst eine Art von Kryptowährung, die auf äh, Public-Private-Key-Cryptography funktioniert, die ist ja bei allen Kryptowährungen gleich. Also ob das Proof of Stake oder Proof of Work ist, das merkst du als Nutzer nicht. Und die Wallet-Sicherung ähm, ist ja auch bei Ethereum oder Multichain-Wallets, genauso wie Bitcoin-Only-Wallets, ähm, gesichert durch den Seed Phrase. Also da würde ich gar nicht so eine große Unterscheidung machen. Da kommt es dann eher darauf an, wie die Wallets Design sind. Und da gibt es auf jeden Fall große Fortschritte auch mit diesen Smart Wallets, wo du mittlerweile eigentlich im Prinzip alle Coins und Token halten kannst. Da bist du sofort auf zig dezentralen Exchanges, kannst Lending machen, kannst deine Rewards farmen und Yields farmen. Ähm, klar, das passiert auf Bitcoin noch nicht, weil es viel schwieriger ist, Second Layer auf Bitcoin zu bauen. Ähm, aber, also, das ist jetzt, geht jetzt fast ein bisschen zu weit. Ich glaube, um eine Frage vielleicht zu beantworten: Ja, ich glaube auch, Bitcoin wird immer benutzerfreundlicher. Und ja, ich denke auch, dass es ähm, künftig immer mehr Second Layer Solutions auf Bitcoin gibt. Das Ökosystem wächst ja auch ziemlich rasant. Und es gibt mittlerweile schon Leute, die der Meinung sind, dass ähm, das, das größte Second Layer Ökosystem werden wird, einfach weil da am meisten Kapital gebunden ist. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Da führe ich in den nächsten Wochen auch ein paar Interviews zu, aber ähm, da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall drauf. Ja, ja super spannend, weil ähm, ich würde nämlich Sailor aus dem ähm, oder in dem Aspekt Recht geben, wenn diese Technologie sich da nicht weiterentwickeln kann, dann ist es tatsächlich wirklich einfacher, mit äh, custody Lösung da entgegenzusteuern, weil Seed-Phrases und so weiter und so fort, also äh, die, die Selbstverwaltung ist schon hochkomplex. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal zu unserem zweiten Thema und wir sprechen über die Bitcoin-Börse Kraken. Die springt nämlich auf den jetzt mittlerweile etablierten Zug auf, ähm, eine Layer 2 zu lancieren und die heißt Inc. Also, es ist eine eigene Layer 2-Chain. Und jetzt fragt man sich natürlich, äh, wird Inc., ähnlich wie Base, das ist ja die Layer 2 von Coinbase, zu einer reinen Meme-Coin-Chain. Was denkst du, Johannes? Es ja, kommt letztendlich darauf an, welchen Nutzer man genau für diese Layer 2 gewinnen will. Darüber gibt es noch relativ wenig Informationen, beziehungsweise auch noch keine konkrete Strategie von Kraken. Ähm, was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, das Meme-Coin-Trading. Für die dann jeweilige zugrunde liegende Blockchain ein extrem lukratives Geschäft ist. Ich glaube persönlich nicht, dass es Kraken primär darum gehen wird. Ähm, sie werden sich aber auf jeden Fall über jegliche Form der Aktivität freuen. Denn ja, immerhin zählt die Börse 10 Millionen äh, Nutzer, die nun auf diese Layer 2 migrieren können. Und wenn wir einfach mal auf Base blicken und den Erfolg, den diese Coinbase-Chain hat, dann ist es auch. Nachvollziehbar, warum Kraken jetzt diesen Schritt geht. Also, Base ist im Sommer 2023 gelauncht, hat mittlerweile 6,7 Millionen täglich aktive Adressen und 7,6 Milliarden Total Value Locked. Ist damit also die, ich glaube, zweitgrößte ähm, Layer 2 im Sektor nach TVL und vielleicht sogar, ich bin mir gerade nicht sicher, äh, die größte nach Aktivität oder gemessen an der Aktivität. Ähm, ja, diese Layer 2 hat für Coinbase, also das Unternehmen natürlich auch irgendwie einen gewissen Wert. Laut den Quartalszahlen für das zweite Quartal konnte Coinbase mehr als 50 Millionen US-Dollar mit dieser Layer 2 erwirtschaften. Und auch wenn wir uns das Stablecoin-Wachstum anschauen, ähm, hier haben wir mehr als 100, 1000 Prozent in einem Jahr, was schon ein sehr krasser Anstieg ist innerhalb dieser kurzen Zeit. Ähm, und das ist tatsächlich nicht alles nur Memecoin-Trading, also das oder Trading, das zeigt halt auch dieses Stablecoin-Wachstum. Äh, Coinbase wickelt nämlich auch über die eigene Layer 2 Krypto-Ein- und Auszahlung, zum Beispiel mit Ethereum, kostengünstig ab. Ich glaube, wenn du heute auf Coinbase eine Auszahlung von der Plattform zu Ethereum oder zu deiner Ethereum-Wallet, also deiner Self-Custody-Wallet, machen willst, kannst du das über Base mittlerweile kostengünstig und halt auch in Sekundenschnelle machen. Und ähm, ja, das ermöglicht demnach auch äh, Stablecoin-Transaktionen, sehr günstig, auch für Payments und so weiter. Und ähm, was Coinbase mit diesem Layer 2-Sektor im Prinzip gemacht hat, ist, sie haben die Nutzerbasis, die eigene Nutzerbasis behutsam an Ethereums DeFi-Ökosystem herangeführt. Wir haben ja gerade auch über Komplexität im Kryptosektor gesprochen, die ja häufig so eine Barriere darstellt für die Adoption. Und auch wenn Coinbase und Kraken ein zentralisiertes Unternehmen sind, ähm, ist es leichter, die Nutzer, die ohnehin schon auf der Plattform sind, du hast gerade angesprochen, die Freunde oder die, die Personen, die du kennst, die sind auf Bitpanda, die dann über diesen Weg an das DeFi und das dezentrale Ökosystem heranzuführen. Also Coinbase als auch Kraken haben ja ihre eigene Wallet-App, mit dem man selbstverwahrend Kryptos handeln kann, aber relativ easy auf die Börse zurückbewegen kann. Und von daher macht dieser Schritt einfach Sinn, auch das eigene ähm, Geschäftsangebot zu erweitern und zu diversifizieren. Und äh, tatsächlich, was ich auch sehr interessant fand, ist, dass dieser Zug von Kraken nicht nur ja, kompetitiver Natur ist. Also es geht hier nicht nur um den reinen Wettbewerb, einfach eine Layer 2 zu starten, weil Coinbase das auch gemacht hat, weil was sie ja letztendlich machen, sie bauen diese Layer 2 auf der Architektur von Optimism, also einer Skalierungslösung für Ethereum und befinden sich dadurch im selben Ökosystem wie Coinbase. Also sie teilen sich hier im Prinzip den Markt, sie teilen sich die Liquidität. Ähm, sie sind auch untereinander interoperabel. Also Kraken macht es dann auch möglich, relativ easy zwischen der Base Chain und der Kraken Chain zu wechseln. Und Ziel ist hier also nicht nur ein, eine isolierte Plattform zu schaffen, sondern tatsächlich ein einheitliches Layer 2 Ökosystem auf Ethereum. Und quasi durch diese Netzwerkeffekte, die der L2-Vorstoß erzeugt, den gesamten Wert dieses Ethereum-Ökosystems zu steigern und damit irgendwie die Krypto-Adoption weiter voranzubringen. Ähm, also man vergrößert hier, wenn man so will, den, den, die, die Größe des Kuchens. Ähm, das ist also eine häufige Redewendung im englischen Space. Und ähm, auch wenn das so ein bisschen nach Marketing klingt. Ähm, Coinbase und Kraken können hier also beide tatsächlich mehr von profitieren, als wenn sie einfach nur ihren ähm, Einzelbetrieb weiterführen und versuchen, sich gegenseitig einfach zu überbieten. Äh, es ist so ein bisschen, ich habe versucht, so einen so greifbaren Vergleich zu finden, so das Konzept der Globalisierung. Also anstatt dass Länder irgendwie autark handeln, ist es besser, tatsächlich irgendwie auf einem gleichen Markt ähm, ja, zu agieren und irgendwie von verschiedenen Vorteilen zu profitieren und von Netzwerkeffekten. Und natürlich ist das nicht rein ideologisch getrieben. Also, wir haben gerade die Zahlen von Base gesehen. Es geht hier auch darum, neue Ertragsaussichten irgendwie, oder neue Erträge zu erwirtschaften. Ähm, natürlich, weil es halt irgendwie eine Layer 2 ist, die dann stark durch das Unternehmen kontrolliert wird, bestehen wir hier auch Zentralisierungsgefahren. Also, wir müssten eigentlich auch nochmal eine Debatte darüber führen, inwiefern das die Zentralisierung oder Dezentralisierung des Ethereum-Ökosystems fördert oder halt eben nicht. Aber beide liefern halt gerade damit auch das Vorbild für die institutionelle Adoption von Ethereum und dieser Layer 2 Roadmap. Und es ist demnach auch kein Wunder, dass hier auch nicht-kryptonative Unternehmen wie Sony und BlackRock und ähm, auch noch zwei, drei andere darüber nachdenken, eine eigene Layer 2 zu launchen, indem sie halt ähm, oder auf der sie ja ihre technologischen Anforderungen individuell konfigurieren können. Mhm. Weißt du, ob Kraken sich schon darüber geäußert hat, ob es einen Token geben wird? Weil Base hat das ja konsequent ausgeschlossen und dann sind irgendwie alle auf die Meme-Coins von Base aufgesprungen, um irgendwie vom großen Kuchen, wie du es ja auch gezeichnet hast, was abzubekommen. Ist da schon was bekannt? Hm, ähm, ich glaube von offizieller Seite nicht, aber ich kann mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass es erstmal keinen Token geben wird. Das hat Base halt auch gezeigt. Wir wissen beide, sowohl Coinbase als auch Kraken hatten. Im vergangenen Jahr Ärger mit der US-Börsenaufsicht. Da ging es um unregistrierten Wertpapierhandel auf der Plattform. Ähm, insbesondere halt auch durch gewisse Token, die die SEC als Wertpapiere einstuft. Und da sind auf jeden Fall beide Unternehmen gut darin bedient, keinen Token zu launchen, um nicht noch mehr Komplexität in, diese, äh, ja, in diesen, diesen Rechtsstreit mit reinzubringen. Äh, Coinbase hat sich also bisher zurückgehalten und Kraken wird es entsprechend auch tun. Wir schauen mal, wie es nach der US-Wahl aussieht. Wenn die Kryptoregulierung in den USA sich ein bisschen lockert, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass beide den Token rausbringen. Andererseits muss man auch sagen, das wurde häufig auch auf Twitter gesagt oder in anderen ähm, Bereichen: der Coin von der Base Chain, der heißt in diesem Fall Coin. Also es geht hier um die, die Aktie des Unternehmens. Also so wer am Erfolg der Base Chain teilhaben will, der kauft halt die Coinbase-Aktie. Weil wir haben es gerade gesehen in den Quartalzahlen, hier wird ja ein realer Cashflow erwirtschaftet. Ein Token macht in der Hinsicht eigentlich gar keinen Sinn mehr. Also so bei Ethereum ist es ja so, dass du Transaktionsgebühren ähm, mit Ethereum zahlen musst, also mit Ether, dem Coin. Das machst du auf der Base Chain nämlich auch. Also du brauchst keinen Coinbase-Token, um irgendwie Transaktionsgebühren zu zahlen. Ähm, die Governance. Häufig wird ja ein Token irgendwie für Governance-Strukturen benutzt, um in der DAO abzustimmen und so. Ist in diesem Fall auch relativ sinnlos. Ich habe ja gerade die Zentralisierung angesprochen. Ähm, die meisten Entscheidungen werden ja zentral von dem Unternehmen Coinbase getroffen und demnach äh, gibt es an sich keinen wirklichen äh, Use-Case für so einen Token, ähm, weil der Investment- und der Governance-Aspekt sind ja jeweils schon. Ähm, ja, abgedeckt worden. Und das Gleiche würde dann auch meiner Meinung nach für Kraken gelten, außer dass die halt noch nicht an der Börse gelistet sind. Aber auch da ähm, gibt es ja schon Pläne, wie wir mittlerweile wissen. Ich bin mal gespannt, ähm, was dann die Funktionsweise von dieser ähm, Ink-Chain ist. Also, es scheint ja schon zu, so zu sein, dass es extrem nah an, der, an dem Base-Ökosystem ist. Ähm, der Entwickler hatte auch gegenüber Bloomberg gesagt, dass es zu einem Ökosystem für Real-World-Assets oder auch Landing-Apps werden könnte. Kleiner Nachteil noch zur coinbase aktie Ich habe gerade mal nachgeguckt, seit Jahresbeginn ist die 26% gestiegen. Also halb so viel wie Bitcoin fand ich irgendwie auch ganz interessant. Also ähm, Micro-Strategy, wenn es nur um den Aktienkurs geht, auf jeden Fall die bessere Strategie gefahren, indem sie einfach ganz viele Bitcoin akkumuliert haben, auch wenn das jetzt nur ähm, im Ansatz vergleichbar ist. Ich fand einen Punkt von dir ganz interessant, ähm, ja, dass vor allem Ethereum davon, profitieren wird, ähm, wenn jetzt die großen Unternehmen ja eben auf Ethereum aufbauen und nicht auf beispielsweise Solana, ähm, ist das ja erstmal eine gute Nachricht für Ether. Und das bringt uns tatsächlich auch zu unserem dritten Thema. Da braucht sich nämlich in puncto Adoption, wie wir gerade gehört haben, Ethereum nicht zu verstecken, aber es läuft halt kurstechnisch gar nicht so gut. Ähm, wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel Solana im Vergleich zu Ethereum äh, performt hat, dann muss man sagen, äh, ersteres hat zweiteres deutlich ausperformt. Und ähm, ja, das liegt vor allem an den Meme-Coins. Die sind nämlich in erster Linie auch Solana beheimatet und Ethereum ist eher dann scheinbar so der institutionelle, die institutionelle Blockchain. Und die Frage, die wir auch recht regelmäßig hier im Recap-Podcast besprechen, welcher dieser zwei Chains jetzt eher die Zukunft gehört? Es gibt ja natürlich verschiedene Ansätze. Ähm, häufig, wir kennen das so ein bisschen aus dem Web 2 Sektor, ist ja diese, diese Winner-Takes-All-Mentalität. Also es kann nur einen Sieger geben. Ich persönlich spreche mich dagegen aus wenn wir jetzt aber in den direkten Vergleich gehen, ähm, ja, da spricht die Kursperformance von Solana tatsächlich für sich. Äh, Solana hat hier aktuell die Nase vorn, hat ein neues All-Time-High gemessen in ETH eingelegt, das heißt Solana outperformed Ethereum in diesem Jahr weiterhin. Äh, tatsächlich sprechen aber auch die Fundamentaldaten mittlerweile sehr stark für Solana. Also Solana überholte Ethereum zuletzt, wenn auch nur kurzfristig in Sachen Einnahmen durch Gebühren, da war Ethereum eigentlich bisher der absolute Spitzenreiter. Ähm, aber Solana konnte jetzt tatsächlich in den letzten 24 Stunden mehr einnehmen als Ethereum. Und äh, generell macht Solana jetzt auch, was den Real Economic Value, der berechnet sich im Grunde, wenn man alle Einnahmen, die ähm, auf dieser Chain ähm, oder die diese Chain einnimmt, ähm, zusammenrechnet, alle Formen davon. Wenn man die zusammenrechnet, dann da zeigt sich, dass Solana auch hier ein neues Allzeithoch eingelegt hat. Und die täglich aktiven Adressen, womit man so ein bisschen die Aktivität auf der Chain misst, die ist ohnehin konstant über der von Ethereum. muss aber auch dazu sagen, man vergleicht hier so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Solana ist eine ähm, einzelne Layer One-Chain und es gibt natürlich auch die Ethereum Layer One, aber ein Großteil der Aktivität von Ethereum verlagert sich mittlerweile auch sehr bewusst auf die Layer 2s, die wir gerade angesprochen haben. Und wenn man die dann noch mit in die Rechnung einbezieht, dann ist das Bild definitiv ausgeglichener, beziehungsweise dann zeigt sich halt auch, dass Ethereum in vielen Bereichen dominiert. Ähm, trotzdem würde ich sagen, wenn man sich jetzt einfach das Sentiment anguckt und so ein bisschen, wo der Mindshare aktuell im Sektor liegt, der ist ganz klar bei Solana. Äh, insbesondere versierte Krypto-Natives, also gar nicht so die von außerhalb jetzt neu dazukommen, sondern die, die jetzt schon seit ein paar Jahren dabei sind und irgendwie im DeFi-Space unterwegs sind oder generell einfach ein bisschen On-Chain-Traden, die bevorzugen häufig Solana, ähm, <laughs> insbesondere für so spekulative Anwendungsfälle. Wir haben es ja eingangs so ein bisschen erwähnt, äh, der Meme Coin Handel, der boomt ja gerade richtig auf Solana. Und David, du hast uns da mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ja, ich habe vorhin mal bei Artemis geguckt. Ähm, die haben ein ganz cooles Dashboard, was so die verschiedenen Kryptonarrative gegeneinander vergleicht und ähm, eines davon ist das Narrativ Meme Coins, obwohl das natürlich ein breites Feld ist, das andere ist ein bisschen enger, das ist dann Ethereum, RWAs, Bitcoin auch. Und ähm, tatsächlich ähm, haben Meme Coins, kann man sagen, Bitcoin outperformed im letzten Jahr, allerdings zum Preis immenser Volatilität. Also ähm, ja, Bitcoin year to date hat eine Performance von 54% Meme-Coins, also der gesamte Sektor. Das ist natürlich eine Riesenvarianz auch drin, hat 86% Performance laut Artemis. Allerdings ist die Volatilität ähm, schon sehr relevant, weil, ähm, ja, da, das muss man immer, das ist sozusagen eine Messgröße fürs Risiko, das heißt, muss man schon einbeziehen und bei Meme -Coins hast du eine Year-to-Date-Volatilität von 74% und bei Bitcoin nur 37%. Da könnte man schon das Argument machen, dass die risikobereinigte Performance von Bitcoin schon ziemlich unschlagbar ist. Also 54% bei 37% Volatilität ist im Kryptosektor schon das non plus ultra Und äh, um zurückzugehen zu dieser Debatte, welche Chain hat jetzt die Zukunft oder die Nase vorn, da muss man dann. Wie du auch schon richtigerweise gesagt hast, gucken, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Und wenn man sich zum Beispiel das TVL anguckt, da hat Ethereum meilenweit die Nase vorn. Da bist du bei Solana bei 6,7 Milliarden US-Dollar TVL und bei Ethereum bei 46 Milliarden. TVL steht für Total Value Locked, also wie viel Kapital in dezentralen Verträgen da gespeichert ist. Also da haben Händler auf jeden Fall ein großes Vertrauen. Zu Ethereum im Gegensatz zu Solana. Und da ist selbst Tron noch vor Solana. Ähm, Solana ist da auf Platz 3 und ähm, selbst Base, das wurde ja auch schon erwähnt, dass ähm, sich viel Aktivität eben auf Second Layer Solutions bei Ethereum verlagert, ähm, ist schon bei einem Drittel von dem TVL von Solana auf der Old Base ähm, viel kürzer existiert. Also da bahnt sich das dann auch so ein bisschen an, dass da äh, Ethereum oder beziehungsweise sogar Second-Layer-Lösung von Ethereum Solana den Rang ablaufen. Ähm, gleiches gilt für Stablecoins, da hat Ethereum auch deutlich die Nase vorne. Ja, einer der wenigen Use-Cases, wo Solana ähm, von Tradern immer noch innig geliebt wird, sind die guten alten Meme-Coins. Das ist auf jeden Fall Solanas Metier. Böse Zugen könnten jetzt behaupten und da können wir uns auch drüber streiten, ob das so ist. Ähm, dass Solana so eine Art Single-Use-Blockchain ist. Also, dass vor allem die äh, Meme-Coins, die ja ähm, ein großes Narrativ in diesem Zykl Zyklus sind, äh, bedingt durch die wirklich abnormale ähm, Kursperformance, ähm, ja, dass da eben, dass das vor allem den Erfolg von Solana begründet. Ich fand es ganz interessant, ich habe mal geguckt, ähm, ja, die am besten performsten Meme Coins in diesem Jahr, das sind ähm, Giga, Popcat, SPX, 6900, Mock und NPC. Und ähm, die ersten drei, also Giga, Popcat und SPX, sind alles Solana Meme Coins. Und danach kommen erst zwei Ethereum Meme Coins. Aber der Großteil der ähm, am besten performsten Meme Coins sind eben tatsächlich auf Solana. Ja, ich es ziemlich Spannend, was du gerade gesagt hast. Ähm, zunächst muss ich sagen, es ist nichts Schlimmes oder es ist nicht verkehrt, wenn du eine Single-Use-Blockchain bist. Das, das klingt vielleicht manchmal etwas abwertend, zum Wegen, ja, du hast nur ein, eine Daseinsberechtigung. Ähm, ich habe dazu einen interessanten Tweet vor ein paar Wochen gelesen, da meinte jemand im Grunde, also erst kam halt so diese technologische äh, Ausweitung des Internets, wir hatten Breitbandleitungen etc., wir konnten mehr Durchsatz äh, erzielen. Was haben die Leute gemacht? Sie haben sich erstmal mehr Pornografie reingezogen. Man hätte da damals natürlich auf das Internet zeigen können und sagen, ja, es ist ja der einzige Anwendungsfall des Internets, ist es, ähm, äh, ja, Pornos zu streamen oder jetzt halt dadurch mehr Bandbreite zu haben, ähm, um eben ich sag mal, also schattige Use Cases in Anspruch zu nehmen. Und wie wir dann wissen, gab es neue Netzwerkeffekte. Das Ganze hat sich ausgeweitet. Also nur weil jetzt gerade der Meme Coin-Handel auf Solana so boomt, heißt es nicht, dass Solana auf ewig die Meme Coin Chain sein muss. Dazu komme ich gleich aber nochmal. Dennoch fand ich das Ganze sehr ironisch, weil im Grunde verfolgt ja Solana einen All-in-One-Ansatz. Heißt, sie versuchen alles auf einer Blockchain zu vereinheitlichen. Und diese Blockchain so effizient und ähm, hochleistungsfähig äh, wie möglich zu gestalten. Ähm, und damit halt eben jeden Anwendungsfall zu schaffen, sei es jetzt Meme Coin Trading oder seriöses In Anführungsstrichen, Trading oder sei es, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche anderen Web 3-Daps von Gaming bis NFT und so weiter und so fort. Und doch zeigt sich, dass die Chain überwiegend oder gerade sehr viel für so Memecoin-Anwendung genutzt wird. Und auch weil wir die Kursperformance angesprochen haben, warum Solana besser performt als beispielsweise Ethereum, ist eigentlich ganz klar, viele dieser Meme Coins, die Handelspaare, werden in Sol, also dem heimischen Coin, abgerechnet. Und man muss also, um überhaupt Meme Coins zu traden, Solana kaufen. Das heißt, ein Großteil der Nachfrage nach Solana könnte einfach daraus bestehen, dass Leute Solana kaufen, um die Meme Coins zu traden. Und demnach fragt sich, was passiert, wenn dieser Meme-Coin-Hype abebbt. Also es ist schon die Frage da, wie nachhaltig ist das Ganze eigentlich. Und ich glaube, wir haben in diesem Sommer vor allem auch so einen kleinen Vorgeschmack dafür bekommen, was passiert, wenn der Meme-Hype auf Solana ein bisschen zurückgeht. Dann folgt natürlich auch der Sol-Kurs, weil da weniger Solana gekauft wird, um eben die Meme-Coins zu traden. Eine mögliche Aussicht für Solana, um auch nach dem Meme-Coin-Hype irgendwie... Ähm, ich sag mal, die, das Versprechen, was ich eingangs erwähnt habe, zu erfüllen, wäre sich auch weiterhin auf andere Bereiche zu fokussieren. Und ich würde auch sagen, dass Solana das macht. Also zum Beispiel ist Solana sehr beliebt im Deep im Decentralized um, Physical Infrastructure Network System <laughs> äh, Sektor äh, zu etablieren. Also ich denke hier an Projekte wie Helium, die wir heute häufig schon angesprochen haben, oder Render. Die bauen auf Solana und nutzen eben diese Leistungsversprechen, die die Chain ja auch an sich hat. Und so könnte Solana letztlich zu so einer Art Consumer Chain sich weiterentwickeln. Und auch nach einem möglichen Crash, der vielleicht manche sagen unweigerlich mit diesem ganzen Meme Coin-Hype kommen wird, wenn man jetzt nicht gerade an den Meme Coin Supercycle denkt, dass quasi Solana auch über diese Narrative hinaus eine Daseinsberechtigung hat. Und spannend ist, dass Ethereum derweil im Fokus vieler Institutionen steht. Wir haben es auch in unserem zweiten Thema angesprochen. Es beschäftigen sich immer mehr Unternehmen mit der Layer 2-Adoption, äh, mit der Option, quasi ein eigenes Layer 2-Netzwerk zu äh, gründen, zu errichten und dann nach den eigenen technologischen Ansprüchen irgendwie zu konfigurieren und äh, vielleicht auch als neue Ertragsmechanik zu nutzen, etc. Und äh, das ist ja die vermeintlich nachhaltigere Adoption. Und klar ist dabei aber auch, dass das Trading und Handelsverhalten der Institutionen anders ist als dass das des Typischen Crypto-Degens, der vielleicht mehr so spekulative Anwendungsfälle schätzt und dafür dann auf Solana unterwegs ist, während die Institutionen ja eher die Sicherheitsversprechen, die Ethereum ja hat, die Dezentralität mehr schätzen, weil darauf tatsächlich ähm, reale Assets gebaut sind. Also vielleicht irgendwann tokenisierte Immobilien und Geldmarktfonds und Aktien und so weiter und so fort, was Backrock ja zum Beispiel auch vorhat. Ähm, und da sind diese leistungsversprechen weniger wichtig, sondern da geht es in blackrock und so weiter darum, wirklich diese sicherheit zu haben, dass alle transaktionen, die dann da gepostet werden, letztendlich auch ähm, gesichert sind, dass die blockchain, die meiste zeit auch online ist, wir wissen, dass solana in der vergangenheit ein paar schwierigkeiten hatte mit der uptime. Ähm, und es zeigt sich also, oder mir zeigt sich zumindest, dass äh, die institutionen ethereum weiterhin bevorzugen könnten. Aber, und da sind wir wieder bei dem Trading- und Handelsverhalten, das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass Ethereum, also Ether, das Asset, der Coin, direkt davon profitiert. Es gibt ja nicht wie bei Solana, dadurch, dass du Sol kaufen musst, um dann die Meme-Coins zu kaufen, diesen, diesen Value-Capture, den gibt es erstmal nicht so direkt, sondern Ethereum profitiert erstmal nur indirekt davon, dass sich dieses Netzwerk weiter aufbaut und muss dann einen Weg finden, um quasi ähm, diesen, Daran geschaffenen Wert im Netzwerk wieder zurück zum eth Coin fließen zu lassen. Und daran hapert es gerade so ein bisschen. Und das ist der Grund dafür, warum Solana Ethereum gerade stark outperformt, während Ethereum so eher schleppend daherkommt, obwohl ja eigentlich die Adoption gerade richtig boomt, auch auf Ethereum. Das hast du messerscharf analysiert. Dem gibt es wirklich nichts hinzuzufügen. Ähm, ja, echt gute Insights an dieser Stelle. Ja, ich würde sagen, damit können wir für diese Woche bewenden lassen. Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, erreicht ihr uns wie immer per E-Mail unter podcast.btc-echo.de und ähm, wir verabschieden uns dann gleich ins Wochenende. Wünschen euch ein schönes, sonniges Wochenende. Grüße aus Berlin. Macht's gut. Wir hören uns wieder in sieben Tagen. Ciao, ciao.